Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zu FIFA 14 Ultimate Team Pack Opening im Part Nr. 11 und wir haben es Mittwoch 19.05 Uhr und das heißt, das Team der Woche ist draußen das deutsche Team of the Season und wir können uns hier angucken, bevor wir dann ziehen werden. Und wir haben hier Bernd Leno, Ömer Toprak, Sokratis, David Alaba, Philipp Lahm, Toni Kroos, Kevin Volland, Arjen Robben, Marco Reus, Robert Lewandowski und Mario Mandzukic. Dieses Team hätte aktuell eine Bewertung von 86 und eine 72er Chemie. Und auf der Ersatzbank Ralf Herrmann von Schalke, Ricardo Rodriguez vom VfL Wolfsburg, André Hahn vom FC Augsburg, Raphael, Maximilian Mayer, Roberto Firmino und Josip Trimic. Weshalb er hier auftaucht, ist mir ein Rätsel. Der war ja vor Wochen schon in dem Team of the Season. Jedenfalls werden wir uns gleich hier dem Team widmen. Davor gucke ich mal hier, ob irgendwelche anderen Teams rausgekommen sind. Aber es sieht mir eher nicht danach aus. Und dann werden wir jetzt auf jeden Fall mal gucken. Wir haben 308.285 Münzen. Und wir haben hier unsere 10, 15 K-Packs. Special Packs sind noch keine draußen. Silber hat es keine. Es hat also nur unsere 10 Gold-Sets. Und ich würde sagen, die fangen wir an zu ziehen. Und wir werden auf jeden Fall mal gucken, dass wir unsere 10 Tütchen ziehen und dann sehen werden, wen wir bekommen werden. Und noch ein Anliegen in eigener Sache. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Fußballmanager 2014 Folge 118 einen Daumen nach oben geben könnt, weil seit heute 18 Uhr geht da wirklich die Post ab. Seitdem hagelt es Dislikes ohne Ende und ich weiß halt nicht den Grund, weshalb. Und es darf einfach nicht sein, weil sowas ist einfach unverschämt, wer auch immer das mal wieder angezettelt hat. Und jedenfalls ziehen wir jetzt unsere Packs. Es könnte hier hin und wieder ein bisschen lecken. Das liegt halt daran, dass im Hintergrund ein Video rendert. So, Messi da. Na, Linglang. Sharawi. Auch nicht so. Na, dann versuchen wir es jetzt. Erstes Team of the Season Pack 15k. Und ab geht der Fisch. Tütchen auf. Und? Na, nur Helden. Shapunaru, Alvaro Dominguez, Goran Pandev. Brandon Rogers als Trainer, einige Fitnesskarten, Managerkarten, das Gastrikot von Manchester United, Ben Yedder, Helton und Green als Duplikat, also das erste Pack war nicht so das Gelbe vom Ei, aber aus Erfahrung können wir sagen, dass das zweite Pack uns was gebracht hat. Von daher nehmen wir die Spieler hier mal alle auf. So, jetzt sind wir wieder drin. Wir waren ja dabei, die Spieler rauszuschmeißen bzw. auf die Transferliste zu packen. Ja, denke ich mal, auch wenn er in der Premier League spielt, wird er nicht viel bringen. Genauso wie er auch. So. Nächstes Pack. Sharawi und Vidal als Glücksbringer. So, zweites Pack. Tütchen auf. Ah, schon wieder Helden. Ist doch nicht wahr, oder? Rotnest hier, Hamburger Variante, Abdenur. Dann Engine und Backbone. Sanja noch, Nkulu, Otamendi.
Aber was geht denn hier los? Nehmen wir mal mit. Wird abgestoßen und dann geht's weiter. Mal gucken, drittes Pack. Und Xavi Martinez. Naja, den haben wir schon. Jesse Rodriguez und Lucio als Duplikat. Sonst hier vorne noch Sebastian Jung, Musa Sissoko und Kone. Musa Sissoko. Naja. Nehmen wir es ja mal mit. Xavi Martinez auf die Transferliste. Jesse ebenfalls ist ein bisschen was wert. Mark Hewson die ganzen glaub eher nicht. Deswegen wird das Ganze hier gleich mal abgestoßen. So, 7 verbleibend. Dann gucken wir ja mal jetzt nochmal rein. Und wir haben Olic. Bis jetzt sind es nur Fluppen, die wir ziehen. Traoré von Everton, Lucas Piazon. Krychowiak. Naja. So, Douglas. Naja, würde ich sagen, nehmen wir mal alles mit. Sangdao kann gehen. Necet ist, glaube ich, auch nicht so viel wert. Bianchi glaub auch nicht. So, dann nehmen wir die mal mit. Und die kann man ausscheiden. Also irgendwie läuft's gerade nicht. Alaba, Alaba. Mal schauen, ob jetzt einer drin ist. Tütchen auf. Und wir haben Thiago Silva. Auch nicht schlecht. Aber den haben wir schon. Naja, es geht ein bisschen voran. Klose noch. Thiago Silva, Ivanovic, Raphael, Delefoy. Und Jelavic. Ihn als Anchor ist zumindest schon mal nicht schlecht. Gehen auf jeden Fall mal auf die Transferliste. Werden dann angeboten. Jelavic. Wird abgestoßen. Fernando von Schachtjot Donetsk. Naja. So, Alaba und Alaba in Kombination brachte uns Thiago Silva. Messi. So. Alaba. Sharabi. Cahill, Sharabi, Vidal. Oh Mann, das hätte ich jetzt nehmen sollen.
nicht die gescheite Kombi. Messi. Dann versuchen wir es jetzt. Haben noch 5 Packs und jetzt gucken wir mal, was drin ist. Tötchen auf und... Chico in Form! Klasse! Klappt doch. Biava, Fletcher, Kuzmanovic, Helder, Bostiger und Chico in Form. Klasse. Und nochmal 1000 Münzen. Dann nochmal Fernando Torres und Bender als Duplikat. Wandern allesamt auf die Transferliste. Aber das ist schon mal überragend hier mit Checo. Haben wir zumindest schon mal einen guten Spieler erwischt. Kann man sich zumindest nicht beschweren. Ist zumindest das Pack schon wieder so gut wie drin. Zlatko Kumanovic, Helder Postiger von Lazio. Kann ich mir ehrlich gesagt nichts vorstellen, dass er was wert ist. Ansonsten war das Pack soweit in Ordnung. Den Ball kann man abstoßen. Kriegen wir noch ein Bundesliga-Team of the Season-Spieler oder sieht es danach aus, als würden wir diesmal leer ausgehen? Und unser Pack lag kurz unterbrochen. Sharabi. Cahill, Cahill. Cahill, Messi, Alaba. Sharabi, Messi, Falcao. Mal gucken, hier auch nicht. Messi. So, nächster Versuch. Noch 4 Packs und jetzt gucken wir mal, wen wir noch haben. Und Vucinic. Oh Mann. Das Pack Opening lohnt sich ja mal wieder gar nicht. So, Netschit kann wieder gehen. Faziols Guardian auch nicht schlecht. So, Stuart Downing. So, was haben wir denn als Duplikat? Hm. Backbone nochmal als Chemistyle. Downing, Speed mal an. Alles in den Verein speichern. So. 3 verbleibende Packs. Sehen wir jetzt einfach mal. Und schauen einfach mal, wer drin ist. Van Beuten. Ja. Crouch noch, Ramirez, Muru, Lapjat von Vitesse Arnheim. Oh, Shawcross noch als Duplikat. Das war nicht so überragendes Pack. Als einziges Highlight können wir jetzt noch Checo in Form erwähnen. Ansonsten war da nicht wirklich was dabei heute. Vielleicht kommt es ja noch. Messi, Alaba. So, next. Packung auf und ich mache die Augen zu.
So, Augen wieder auf und es ist wieder nichts. Wegen dem Duplikat. Jermaine Defoe, na gut. Wieder ein Pack für die Hose. Einziges Highlight bislang, Checo in Form. Das war's dann aber auch schon. So, Ospino Peluso, ist da irgendjemand was wert? Er vielleicht. Ansonsten. Nee, nehmen wir mal alles in den Verein. Und die stoßen wir ab. Bringt noch mal knapp 1000 Münzen. Und dann gehen wir ins letzte Pack rein. Bis jetzt ist das Glück nicht auf meiner Seite. Jetzt vielleicht im letzten Pack. Und jetzt lasse ich mal die Augen offen. Oleg als Duplikat. Also die 10 Packs haben sich sowas von nicht gelohnt. Außer der liebenswerte Checo in Form. Ansonsten war das ein Pack-Opening, das sich gar nicht gelohnt hat. Naja. Was willst du machen? Man kann nicht immer Glück haben. So, dann war's das für diese Folge. Unsere 10 Packs haben wir gezogen. Leider war nichts dabei von den deutschen Team of the Seasons. Wer weiß, vielleicht kriegen wir nochmal die Möglichkeit, durch 7,5er oder sowas an die Spieler heranzukommen. Jetzt gehe ich noch ganz kurz in die Barclays Premier League Mannschaft und tue unseren Checo in Form aufstellen. Für Demba Ba, denke ich mal. So, da ist er schon. Na gut, das war jetzt das absolute Highlight, nur Checo. Aber wenigstens ein Informspieler. Man kann jetzt eben nicht alles haben. Und dann würde ich mal sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Ansonsten seht ihr dann im FIFA Ultimate Team Let's Play, wie es weitergeht. Und alles weitere erfahrt ihr die Tage bis dahin. Macht es gut, euer Sphinx Mido 007. Servus.